Einen wunderschönen guten Abend. Aloha. Willkommen zum Gehirnklau oder Energieklau. Ich habe halt das Gefühl, dass das alles geklaut wird. Geht bei mir grundsätzlich der Gehirnklau um. Pack noch an. Komm mit. Das Drache. Hallo euch alle. Ach, wie fühlt ihr euch eigentlich heute so an dem Tag? Ich finde das Wetter. Falls sich jemand fragt, wo ich eigentlich mich die ganze Zeit befunden habe. Ich lag im Koma. Also ich war da hinten und habe geschlafen oder sowas in der Art. Das Bauchweh, Kermit, das ist aber nicht so cool. Aber nicht wegen dem Wetter, hoffe ich, dass du das Bauchweh hast. Sonst muss ich Angst haben, dass du immer, wenn schlecht Wetter ist, Bauchweh hast. Furchtbar. Einfach nur furchtbar, das Wetter. Es ist viel zu kalt, es ist nass. Definitiv nichts für kleine, süße Turkis. Auch nichts für die unsüße kleine Turkis. Wo waren wir eigentlich gestern im Spiel? Genau, wir haben so ein bisschen erfahren, wie Kent unser Freund geworden ist. Wie unsere Beziehung vorher zueinander war. Ja, haben einiges an Erinnerungen zurückbekommen. Sind jetzt bei Tag 22. Bald ist sein... Ich glaube, bald? Wann war... Am 27., 28. so irgendwann war seine Konferenz, oder? Oder am 25.? Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal ins Spiel rein und gucken uns mal an, wie es weitergeht. Und ja, ob wir halt ein Happy Ending kriegen oder ein Unhappy Ending. Ich bin mir noch nicht mehr sicher, ob das Happy Ending wird, wenn er nach Deutschland was? Ins Ausland auf jeden Fall geht und dort studiert. Auf jeden Fall, Orion ist so gelangweilt. Irgendwie tue ich automatisch immer das Sau mit so übersetzen. Ich glaube, es ist falsch, oder? Bin mir nicht sicher. Kann mich da jemand bestätigen oder mir eine klatschen, wenn ich falsch lege? Chris schickt mir gerade Mörderblicke zu. Oh, hallo Firinia. Vielen Dank für den Follow. Firina, ich kann immer Namen noch immer nicht lesen. Falls jemand fragt, was passierte, mir ist gerade eine Fliege vor der Nase rumgeflogen. So eine kleine. Die nächste Möglichkeit, wenn wir Kent sehen, ist eine Konferenz am 25. Okay, am 25. war die Konferenz. Das ist sein großer Moment. Du willst es nicht verpassen. Aber er hat dir gesagt, du sollst nicht alleine rausgehen. Ist eine Mathe-Konferenz wirklich etwas, wo Außenstehende teilnehmen können? Entschuldigung, Chris. Aber Problem ist leicht gelöst gewesen, wenn mit dem Entmute-Knopf. Ich bin mir sicher, Kent ist sehr beschäftigt. Und wir möchten ihn nicht stören. Oh, richtig. Ich frag mich, wie es bei Ikki aussieht. Du hast Nummern getauscht mit Ikki zuvor. Vielleicht können wir ihm eine Nachricht schicken. Wow, er hat schnell geantwortet. Receive a message. Ist in Ordnung. Ich werde dort aushelfen.
Also werde ich sicher gehen, dass du auch rein kannst. Oh, soll ich dich von zu Hause abholen, wenn ich dort bin? Er ist so nett. Wie frischer Atem. Weißt du nicht, was frischer Atem damit zu tun hat, aber es ist bestimmt eine englische Redewendung, die mir gerade nicht in den Sinn kommt. Wir sind diese seltsamen Situationen mit Kent gewöhnt. Ich bin immer noch besorgt, dass wir reingelegt werden. Möchten wir ihn fragen? Lass uns antworten. Übrigens, ist das ein Geheimnis von Ken? Ich bin glücklich, wenn ich ihn eifersüchtig machen kann. Oh, stopp. Er wird wirklich sehr eifersüchtig werden. Warum zögerst du? Glaubst du, du möchtest ihn wirklich eifersüchtig machen? Ich möchte ihn ein bisschen eifersüchtig machen. Oder nein, das wäre nicht richtig. Unsere erste Frage für heute. Das würde ich auch sagen. Ich mag euch. Ihr seid richtig. Also so finde ich zumindest. Ja, ich denke, das ist am besten. Nachdem wir so hart gearbeitet haben, ne? Ich denke, Kent ist sehr sensibel, wenn es um Iki geht. Wenn du ihn eifersüchtig machst, einfach so eifersüchtig machst, könnte es zu einem großen Missverständnis werden. Du brauchst Kent nicht zu testen. Wir sind uns bereits sicher, dass er dich mag. Was, du wirst es nicht tun? Dann werde ich ihm einfach erzählen, dass wir zusammen gehen. Unsere Ziele sind also gesetzt für die nächsten 3 Tage. Das Problem ist, was wollen wir jetzt mit diesen 3 Tagen tun? Einen wunderschönen guten Abend, Chica. Was habt ihr heute alle mit guten Morgen? Ich hab zwar auch gerade bis eben, also gerade geschlafen und bin aufgestanden. Schlimm mit euch. Kent sagte, er wird mit Sawa und den anderen reden. Ich wundere mich, was er ihnen erzählt hat. Ich glaube, wir finden das gleich raus. Ja, wenn wir gerade darüber reden, da ist ein Anruf von Sawa. Oh, hallo? Ich bin's. Ich habe eine sehr interessante Geschichte von Kent gehört. Essen und Schlafen, mehr braucht man eigentlich nicht. Gut, und Spiele.
Du machst einen Film über dein College-Leben? Was? Er sagte, wir sollen mit dir über Ereignisse reden, die einen Eindruck hinterlassen haben. Ist das wahr? Ah, ich sehe, ein autobiografischer Film. Eine großartige Idee, Kent. Aber er sagte, es war, wäre eine obvious. Ich finde raus, was das heißt. Ich glaube, Chris hat euch wahrscheinlich gerade die ganze Zeit wesentlich besser übersetzt als ich. Ich hoffe es zumindest. Oder er sagt, er hat kein Feedback bekommen, ihr bösen Menschen. Ja, es wäre eine offensichtliche Idee. Aber es ist echt hart, über Ereignisse nachzudenken, die bei dir einen Eindruck hinterlassen haben. Kein Feedback bedeutet, man konnte alles verstehen, okay. Ich habe eine Weile nachgedacht, was so passiert ist. Aber nichts sticht besonders hervor. Vielleicht hat Kents Studiengruppe den größten Eindruck hinterlassen? Erzähl uns mehr! Großartig! Es klingt, als würden wir eine neue Information erhalten von unserem gemütlichen Zuhause aus. Lass mich denken. Alles hat begonnen, wenn du, Mine und ich nach der Arbeit darüber gesprochen hatten. Sie ist lediglich hinter Jungs her gewesen, wie üblich. Und wir drei waren wirklich begeistert davon. Ich erinnere mich an den Tag. Sava, Mine und ich planten eine Studiengruppe, während wir lachten und liefen. Mine geht zu einer anderen Universität. Aber wir kennen sie von der Arbeit und kommen wirklich gut miteinander aus. Aktuell war dort ein wirklich netter Typ an ihrer Schule. Und unser Plan war, dass er die Studiengruppe leiten soll. Unterrichten soll. Aber die Person war jemand von seinen Freunden. Er war sehr anders. Nicht wie die Leute, die ich bisher getroffen hatte. Er hat versucht, allem einen Grund zu geben. Und es hatte mich sehr überrascht. Ich war wirklich erschrocken.
Und ich dachte, dass ich darüber nach, dass ich mehr mit ihm reden möchte. Ich war auch sehr erschrocken, als ich ihn auf dem Weg beim Friedhof traf. Danach habe ich angefangen, jeden Morgen mit Kent zu reden. Und dann? Was ist dann passiert? Wo ist eigentlich unser Hund, mit dem wir mal Gassi gingen? Sorry, das ist alles, woran ich mich erinnern kann. Ich melde mich, wenn ich mich an etwas anderes erinnern kann. Und rede mit Mine, Toma und einigen anderen Leuten an der Schule. Wow, die Neuigkeit, dass du einen Film machst, verteilt sich ziemlich schnell. Du hast eine Menge Geschichten gehört. Aber deine Erinnerungen kommen nicht zurück. Vielleicht war es nicht genug? Warte, du hast dich an etwas erinnert? Und ich habe es nicht gesehen? Ich sehe. Also sind unsere Gefühle nicht mehr komplett verbunden. Das macht Sinn. Du erinnerst dich aktuell an viele Dinge. Es macht mich glücklich, aber auch ein bisschen einsam. Aber es sah nicht so aus, als wäre dir schwindelig geworden. Und du siehst auch glücklich aus. Kam eine tolle Erinnerung zurück, eine gute? Irgendwie möchte ich es sehen. Was für eine Art Erinnerung war es? Kannst du mir das sagen? Ich weiß nicht, wie esst ihr eigentlich diese Doppelkekse mit Schokolade in der Mitte gerne? Bing bong. Oh, du hast einen Besucher. Wir sind hier. Ah, es sind Shin und Toma. Sieht doch aus, als kommen sie, um dich zu sehen. Hey. Wie fühlst du dich? Wir dachten, wir könnten mit dir reden und über den Film reden. Wow. Es geht wirklich sehr schnell rum mit dem Film. Ich frage mich, ob wir wirklich sagen, ich beende es. Auf eine gewisse Weise und hoffentlich können wir auch damit davonkommen. Du redest da nicht von einer bestimmten Boygroup, Killian, oder? Siehst aus, als würde es dir gut gehen. Möchtest du rausgehen? Es fühlt sich nicht gut an, einen Raum zu betreten von einem alleinlebenden Mädchen. Bist du dumm? Wir sind hier, um sie zu suchen. Wir können sie nicht rausholen. Sie muss sich ausruhen. Du bist der Idiot, Toma. Du bist viel zu sehr besorgt. Das war vor 3 Tagen, oder nicht? Du siehst in Ordnung aus. Wäre besser, wenn wir ein bisschen rumlaufen. Sorry,
勝手なこと言って無理はしないで。Was möchtest du tun? Entschuldige, dass wir so schnell, so plötzlich auftauchen und dir das sagen. Aber bitte streng dich nicht zu sehr an. Dein Körper ist in Ordnung, oder? Wäre da nicht die Sache mit Ukio, würden wir es lieben, ein bisschen raus an die frische Luft zu gehen. Aber wenn die zwei dabei sind, müssen wir uns bestimmt um nichts Sorgen machen. Vielleicht sollten wir über Ukio reden. 10 Minuten später. Wer ist das? Klingt verdächtig. Oh, du hast Ukio zuvor nie getroffen? Nein. Besuchte das Meido no Jitsu oft? Ich sah ihn oft bis vor kurzem. Er hat langes Haar mit einer Art Androgyne im Gesicht. Er fällt wirklich auf. Er fällt auf, wenn du ihn siehst. Ich habe ihn niemals gesehen. Ich mag das nicht. Und er kam nur zu Besuch, wenn Toki gearbeitet hat. Wir sind nie in derselben Schicht. Möglicherweise ist das der Grund, dass ich ihn bisher niemals gesehen habe. Das mag der Grund sein. Er fragt immer nach ihr für seine Bestellung. Wow, oh, das ist unheimlich. Er sieht nicht aus wie eine schlechte Person. Ich frag mich, was er macht. Worüber redest du? Er hat sie definitiv ins Visier genommen. Vertraue nicht jedem. Mit deinem "Ich sehe das Gute in jedem" Verhalten. Und du verdächtigst jeden zu sehr. Ich hörte ein Gerücht, dass ein regulärer Kunde nicht mehr kommt wegen einem Liebesdreieck. War das derselbe Kerl? Ah, das ist richtig. Da war ein Gerücht wie das. Richtig. Jetzt, wo ich so darüber nachdenke, Sawa war sehr excited. I got excited. Entschuldigung. Ich überlege gerade, was das richtige Wort ist. Falsch geschrieben. Hm? Sehr aufgeregt deswegen. Danke, Shika. Aber da ist kein Liebesdreieck. Nicht so irgendwas, richtig, Toki? Denke, das Gerücht war... Ich denke, das Gerücht war irgendwie glaubwürdig. Was? Warum? Ah,
Sah der Typ so aus, als wäre er wirklich verliebt in sie? Ja, hat er. Er hat immer zu ihr gesehen. Was, wirklich? Er hat sie die ganze Zeit angestarrt. Und hatte diesen glücklichen und traurigen Look auf seinem Gesicht. Ich frag mich, was das war. Eine sehr komplizierter Ausdruck. Es wirkte so, als wie wenn du mit jemandem über alte Erinnerungen sprichst. Aber ich weiß nicht warum. Aber ich denke wirklich, dass er verliebt war. Aber das macht kein Liebesdreieck aus. Sie hat das auch gesagt. Das sieht so aus. Klingt, als wäre es einseitig. Er könnte ein Perversling sein. Aber ich habe ihn in letzter Zeit nicht gesehen. Ich hatte auch ein Gespräch mit dem Manager darüber. Möglicherweise hat er seine Strategie geändert. Du solltest vorsichtig sein, so wie dein Freund sagte. Sieht so aus, als würde er wirklich auf dich aufpassen. Das ist gut. Warum hast du ihn vorher nicht gemocht? Er wirkt wie ein netter Typ. Shin, das ist nicht unser. Das geht uns nichts an. Das ist persönlich. Was? Sieht nicht aus wie ein Problem. Wenn sie denkt, ich bin nervig, kann sie mir das selbst sagen. Du hältst dich zu sehr zurück, weil du besorgt bist, Toma. Ich frage mich wirklich, warum ich ihn vorher nicht mochte. Oder ist es seltsam, wenn du jemanden magst, den du vorher nicht mochtest? Chris verjagen. Eins oder zwei? Irgendwie gewöhne ich mir in letzter Zeit an, im Spiel zu naschen, gerade bei dem Spiel, wenn ich auf Antworten warte. Man muss ja schon sagen, die zwei sehen auch ganz schnuckelig aus. Wobei der rote, könnte man vielleicht das Piercing wegmachen. Sonst jemand noch? Gömmet, Nachtdrache, Chica. Ich bin eine böse Callerin heute. Ich frage mich wirklich, warum ich ihn vorher nicht mochte. Oder ist es seltsam, jemanden nicht zu mögen? Jemanden zu mögen, den du vorher nicht mochtest. Hey, Leute! Dieses fiese Nicht-Einig-Sein. Aber dann nehme ich die persönlich die zwei. Das ist natürlich. Solange du nicht
Narrow-minded, ach komm schon. Oh, das deutsche Wort für narrow-minded. Ja, marrow. Ich schreibe marrow. Wahrscheinlich hat der Chat schon geschrieben, was es heißt, ne? Ah, solange du nicht engstirnig bist, ich sag's ja. Der Chat ist schneller als ich. Wahrscheinlich haben alle mittlerweile, die nicht so gut sind, schon einen Translator nebendrin offen. Shin mochte mich eine lange Zeit nicht. Weil du echt anstrengend bist. Siehst du? Es ist in Ordnung und normal, wenn du anfängst, jemanden zu mögen, den du vorher nicht mochtest. Sehe, das ist richtig. Ja, das ist... beruhigend. Ach ja, wegen dem Movie. Uns wurde gesagt, wir sollen über alte Erinnerungen mit dir reden. Die wir mit dir hatten reden. Yes, bitte tut das. Ja, das ist so einfach. Als wir diese harten Zeiten, während wir alleine waren, das ist dagegen jetzt ein Traum. Es ist alles dank Ken. Es ist wirklich toll, wenn man jemanden hat, der einem seine Stärke leiht. Ich denke nach. Egal, was vorher passiert ist. Wir werden niemals vergessen, wie nett er zu uns war. Ich frage mich, ob Kent... Ich möchte Intention jetzt mich nicht mit Intention absetzen. Übersetzen. Wahrscheinlich übersetzen. Ich frage mich, ob Kent die Absicht hatte, mit dir zu teilen, was zwischen euch vorher passierte. Stimmt, Orion, du bist das fünfte Rad am Wagen in dem Fall. Oder das dritte im Fahrrad. Haben die zwar uns jetzt was erzählt? Ding dong. Kann jetzt eigentlich nur noch Mine sein, oder? Oh, wir haben einen Besucher. Wer kann es heute sein? Was? Es ist Kent? Oh, dann wohl Kent. Warum ist er hier? Die Konferenz ist morgen. Hat er alles vorbereitet? Ich denke, du solltest einfach die Tür öffnen. Stört das dich, wenn ich reinkomme für ein Weilchen? Sawa hat mich kontaktiert. Sieht so aus, als würden die Dinge vorangehen. An wie viel hast du dich erinnert? An was hast du dich erinnert und was denkst du darüber? Denkst du immer noch, ist es in Ordnung, mit mir zu reden? Oder möchtest du nicht versuchen, wegzulaufen? Von mir wegzulaufen? Ist es in Ordnung, fort zu sein für mich? Weil ich jetzt weg bin,
Wirst du anfangen zu denken, dass du mich nicht mehr sehen möchtest? Sieht so aus, als ob dich deine männlichen Freunde gestern besucht haben. Und Sava sagte, sie haben wirklich geholfen, dich aufzumuntern. Welche Art Beziehung habt ihr zwei? Ach Gott. Hat er irgendwas oder habt ihr irgendwas zusammen, das ich nicht habe? Oder das ich nicht kann? Was geht vor sich? Er sieht wirklich besorgt. Ist das Flusterot? Er sieht wirklich verwirrt aus, okay. Ich weiß, dass du eine Frau bist, die auch Freundschaften mit Männern eingehen kann. Freunde sind Freunde und nicht mehr als das. Ich verstehe das und jetzt fange ich auch an zu glauben, dass ich dich verlieren kann. Und es ist furchtbar. Du wirst dich an Dinge erinnern, von denen ich nicht möchte, dass du dich erinnerst. Und jemand anderes außer mir wird deinen Schmerz erleichtern. Ich fange an zu glauben, dass du von diesem Moment an anfängst, mich wieder nicht zu mögen, wie du es zuvor tatest. Ich kann nicht aufhören, über solche Ideen nachzudenken. Und ich kann nichts dagegen tun. Ich hab dir gesagt, du sollst nicht zu mir kommen. Und jetzt kann ich mir nicht helfen und bin hierher gekommen, um nachzuprüfen. Deine Schmerzen lindern. Danke, Kermit. Das ist... Mit Handy tippen ist gar nicht so einfach, wie man glaubt. Das ist lächerlich. Und ich fange an, mich selbst nicht zu mögen. Ja, so ein Dödel, aber das wissen wir schon lange, Kermit. Aber ich kann nicht einfach rumsitzen und nichts tun. Sag mir, Toki. An was hast du dich erinnert? Nichts Schlechtes? Oder ist es in Ordnung? Ganz egal, an was ich mich erinnere. Oder ist... Ja, es ist... Für mich ist es in Ordnung. Egal, an was ich mich erinnere. Okay, ich glaube, der Chat ist sich diesmal einig. Ja, definitiv, diesmal. Ist das wirklich wahr? Kannst du wirklich sagen, dass egal an was du dich erinnerst, sich nichts verändert? Auch wenn du dich daran erinnerst, wie sehr du mich nicht mochtest, wirst du immer noch so reden wie jetzt mit mir? Ich
wenn ich darüber nachdenke, dass ich dich wieder zum Weinen bringe, bekomme ich Angst und bin verwirrt. Es tut mir leid. Ich möchte denken, dass ich in Ordnung bin. Dass ich auch in Ordnung bin. Und zum Schluss. Denkst du, ich bin in Ordnung aktuell? Und dieser Gedanke gibt mir ein bisschen Mut. Ja, Orion denkt sich auch, der Idiot. Das ist, die sind immer so kompliziert dämlich, damit es interessanter wirkt. Aber Kermit, gib zu, wenn man verliebt ist, dann macht man sich über die blödesten Dinge Gedanken. Nee, Kimi. Hey Toki, ist das in Ordnung, Kent zu erzählen, was ich dir erzählt habe? Das ist etwas, das ich ihm sagen möchte, als ein Außenstehender. Es wird hilfreich sein, das zu hören von meiner Perspektive als Außenstehender. Bereit? Was ist, möchte der Geist reden? Letztens gab es einen Anime, in dem ein Charakter sich überhaupt nicht dumm angestellt hat, sondern wirklich auch die Initiative ergriffen hat. Ohne diesen arroganten Kram. Das war echt mal neu und total super. Du kennst das also nicht so wirklich. Also, bei mir persönlich ist das furchtbar. Auch ganz, ganz furchtbar. Egal an was sie sich erinnert. Ich glaube daran, dass sie dich nicht so sehen wird wie zuvor. Du weißt das, richtig? Toki. Sie hat diese nette Seite von dir gesehen, die ganze Zeit über. Es ist nicht dasselbe wie zuvor. Als sie diese dein unsoziales und crabby, blöd, dass mein Kopf gerade an Krabbe denkt. Mürrisches, okay, dein mürrisches und unsoziales selbst gesehen hat. Das ist nur meine Meinung. Aber ich denke wirklich, dass sie dich jetzt mag. Und das ist nur meine Sicht. Aber ich bin an ihrer Seite diese ganze Zeit. Ich glaube nicht, dass ich falsch liege. Toki, schreibst du das bitte auch nieder? Das ist das Ende von Orions Message. Das heißt wahrscheinlich, nö, schreibe ich nicht. Und da ist noch eine andere Nachricht. Was wahrscheinlich ja heißt, wir schreiben es auch. Ja oder nein? Nein oder ja, meine ich. Okay, ich glaube, es ist wieder eindeutig. Ja, definitiv eindeutig. Dann lass mich wiederholen. Aus meiner Sicht denke ich, sie mag dich wirklich jetzt, Kent.
Ich kenne nicht ihre wahren Gefühle. Und ich weiß auch nur wenig darüber, wie sie gefühlt hat, bevor sie ihre Erinnerungen verloren hat. Aber ganz egal, wie sie zuvor gefühlt hat, sie hat etwas Neues dazu bekommen über die letzten paar Wochen. Ich habe auch gelernt, dass sie nicht sehr ehrlich mit ihren wahren Gefühlen ist. Es wird nicht einfach für sie sein, dich nicht mehr zu mögen. Du bist genauso richtig, Kent? Bevor sie ihre Erinnerung verloren hat, hatte sich sehr kalt ihr gegenüber verhalten. Aber deswegen hast du nicht angefangen, sie nicht zu mögen, richtig? Oder denkst du, wenn da etwas ist, was ihr nicht mögt, oder was du nicht magst, würdest du anfangen, sie nicht mehr zu mögen? Ja, ich sehe. Das ist richtig. Ich fand ihr Verhalten wirklich irritierend, aber ich habe nicht angefangen, sie dafür nicht mehr zu mögen. Ich war ständig erneut auch genervt. Ja, ich war ständig genervt, aber ich mochte sie trotzdem. Ich wollte ständig ihre Stimme hören. Auch wenn es nur ihre Verachtung war. Danke, Kermit. Ich muss verrückt sein. Vielleicht. Aber ich denke, es fühlt auf die gleiche Art jetzt. Ich möchte nur nachfragen, aber das war wirklich eine Nachricht von dem Geist, oder? Du hast es nicht selbst geschrieben. Nein, du bist nicht so verzweifelt. Ich glaube dir. Ich wollte nur sicher gehen. Ich verstehe vollkommen den guten Gedanken des Geistes. Wie auch immer, da dies nicht ihre eigene Meinung ist, kann ich das nicht als eine gute Referenz nehmen. Was? Warte, was? Da ist mehr, was ich sagen möchte. Was ich eigentlich sagen will, ist: Hab keine Angst davor, nicht gemocht zu werden. Du musst mit ihr über alles reden, über das du besorgt bist. Solange sie sich nicht erinnern kann, auch wenn sie dich mag, sie wird es nicht mit absoluter Sicherheit sagen können. Und du
Toll, Limbo wird mit Limbo übersetzt. Gut. Gut. Und du solltest weiter im Limbo bleiben, Kent. Deswegen solltest du ihr sagen, was in der Vergangenheit passiert ist. Die Dinge, die du nicht möchtest, dass sie sie weiß. Es wird in Ordnung sein. Ich denke darüber nach. Es tut mir leid, aber ich habe nicht genug Vertrauen im Moment. Aber ich werde darüber nach in der Zukunft darüber nachdenken. Ist das genug für jetzt? Schwebezustand, okay. Okay, in Ordnung. Denk einfach darüber nach. Danke dir, Toki. Tut mir leid, dass ich so eingegriffen habe. Aber solange deine Gefühle nicht sicher sind und Kent in diesem Missverständnis steckt, wird sich die Situation nicht verbessern. Ich denke, ihr beide müsst noch etwas Vertrauen bekommen. Oder Mut. Ich möchte, dass du dein Bestes gibst an der Konferenz morgen. Wir beide werden kommen und zusehen. Ihr kommt, um zuzusehen? Wirst du denn überhaupt den Inhalt meiner These verstehen? Bestimmt meint er die Vorhölle. Bin ich mir ganz sicher. Nein, wir verstehen das nicht wirklich, aber... Das ist eine Frage des... Supports. Ich benutze Support so oft im Deutschen, mir fällt das deutsche Wort dafür gerade nicht ein. Der Unterstützung, danke. Das ist eine Frage der Unterstützung. Wir sind da, um dich anzufeuern. Auch wenn wir nicht verstehen, worüber du redest. Richtig, Toki? In anderen Worten, ich bekomme eine andere Aufgabe. Ich muss es so erklären, dass selbst du es verstehst. Ich kehre zurück zur Universität. Jetzt habe ich ein Ziel. Ich glaube, ich kann mich jetzt konzentrieren. Du kannst dich auf morgen freuen. Ich muss mich noch etwas zu verbessern. Aber ich werde auf der Bühne stehen und das so erklären, als würde ich direkt zu dir reden. Und da geht er. Das ist großartig, Toki. Lass uns ihn anfeuern. Haben wir es schon Tag 25? Ja, 25. August. Ich muss spickeln. So schlecht sieht das eigentlich gar nicht auch aus, wenn uns ein Stück fehlt. Es ist jetzt schon der Tag von der Konferenz. Ich frage mich, ob er die letzten Vorbereitungen jetzt macht. Um welche Uhrzeit startet es? Wir haben niemals wirklich gefragt. Wir sollten Iki anrufen und fragen. Wir brauchen immer noch eine Zeit, um uns zu treffen. Hallo? Entschuldige. Wegen unserem Treffen? Ich bin etwas in Eile.
Oh. Ich weiß, es wäre Zeit, dich abzuholen, aber Kent ist noch nicht damit fertig, sich vorzubereiten. Und ich helfe ihm gerade aus. Was? Es beginnt gleich? Sorry, nur einen Moment. Du hast deine Notizen vergessen? Wird alles in Ordnung sein? Wirst du? Okay, dann... Aber das bist nicht du, Ken. Wow, die sind wirklich in Eile. Sorry, entschuldige. Wir sind so, frantic. Wir sind so hektisch. Ich, hol dich ab, sobald sich alles ein bisschen beruhigt hat. Warte einfach noch ein bisschen länger. Sehe dich später. Er hat seine Notizen vergessen? Das klingt wirklich schlecht. Kent hat sich so sehr beeilt, um alles in wenigen Tagen vorzubereiten. Frag mich, ob er sich wirklich an alles erinnert. Das schmerzt ein bisschen. Er... Er war wirklich angespannt wegen dir. Ich gehe seine Notizen holen. Ich frage mich, ob Kent in Ordnung sein wird. Notizen holen oder einfach fragen, ob er in Ordnung ist. Problem ist, wenn wir seine Notizen holen, gehen jetzt einfach so alleine, könnten wir Ukiyo begegnen. Dann könnte was Schlimmes passieren und Kent könnte verärgert sein, dass wir nicht auf ihn gehört haben. Aber auch einfach rumsitzen und nichts tun, ist auch so die Sache. Wir könnten uns halt gegebenenfalls in Gefahr begeben, wenn wir die Notizen holen. Sollen wir es wirklich machen? Okay, scheinbar sollen wir es wirklich machen. Oh Gott, ich habe ein bisschen Angst davor. Das klingt gut. Das wird das Beste sein. Es ist unsere Schuld, dass er nicht vollkommen vorbereitet ist. Du musst alleine rausgehen, aber das ist ein Notfall. Also, lass uns jetzt einfach zu Kents Haus gehen. Wir kommen vielleicht nicht rein, aber es ist noch morgen. Also könnte noch jemand zu Hause sein. Und wenn da niemand ist, können wir zur Universität. Oh, ich habe wirklich ein bisschen Schiss gerade. Warte, renn nicht so wie... Du warst die ganze Zeit drinnen, seit du umgefallen bist. Es ist gefährlich, jetzt so plötzlich zu rennen. Pass auf, da kommt ein Auto. Was? Hat dich jemand geschubst? Ich glaube, wir hatten einen Autounfall. Bist du in Ordnung? Es schmerzt. Au. Hat das Auto mich angefahren? Ja? Was ist das? Warum erinnere ich mich an dieses Gefühl? Ich glaube, wir hatten schon mal einen Autounfall.
Kuro! Hund. Jetzt habe ich, glaube ich, die Erklärung, was mit dem Hund ist. Nein, Kuro, wach auf! Kuro, Kuro! Sterb nicht, Kuro! Sieht so aus, als wärst du mit deinem Auto über den Hund gefahren. Ja, aber der Hund ist plötzlich losgesprungen aus dem Nichts und... Ich weiß. Du hast daran keine Schuld. Aber wie du sehen kannst, ist der Hund tödlich verletzt. Fühlst du nicht... Wörter sind schwierig. Fühlst du dich dafür nicht etwas verantwortlich? Sieht so aus, als würde er noch atmen. Hilfst du uns, den Hund zu einem Tierarzt zu bringen? Natürlich. Lass uns gehen, Toki. Bring deinen Hund in das Auto. Wie konnte ich das vergessen? Kuro ist nicht hier. Den Hund, den ich von zu Hause brachte. Wir waren immer zusammen. Aber nicht mehr. Er starb damals. Er ist nicht mehr hier. Werde ich auch so enden? Oh, wir kriegen einen Anruf. Ah, hallo Toki. Entschuldige, dass ich so lange gebraucht habe. Wer bist du? Was, eine Krankenschwester? Ein Unfall? Sie waren in einem Unfall? Nein, ich bin nur ein Freund. Verstehe. Okay. Ich sage es ihm. Vielen Dank. Ken! Was ist? Die Streifen sind gerade erst... Oh, vielen Dank für den Haustram. Dankeschön. Ich muss jetzt aber gerade mal kurz ein Wort übersetzen. Die Präsentation... Hä? Nee. Die Dias sind jetzt erst gebrannt? Bin mir gerade nicht sicher. Ich lasse es mal so im Raum stehen. Vielleicht hat da jemand eine bessere Übersetzung dafür. Ja, das ist gut. Aber das spielt jetzt keine Rolle. Komm runter und hör zu. Sorgsam zu. Toki hatte einen Unfall. Als ich sie auf ihrem Telefon angerufen habe, antwortete jemand vom Krankenhaus. Sie haben sie dorthin gebracht und fragten, ob sie irgendwelche Familienmitglieder in der Nähe hat. Aktuell ist sie noch bewusstlos. Aber ihre Verletzungen sind leicht. Und da sind auch keine... Veränderungen in ihren Gehirnwellen. Also sollte sie in Ordnung sein. Der arme Junge kann sich doch jetzt nicht mehr auf seine Präsentation...
Hallo, Robo. Hallo, guten Abend. Ken, hast du die Kontaktinformationen ihrer Familie? Ihre Familie lebt sehr weit weg. Und ich bezweifle, dass selbst sie die Nummer kennt, um sie zu kontaktieren. Was? Ist ihre Familie, ihre Situation so kompliziert? Da sind verschiedene... Da spielen verschiedene Faktoren mit ein. Ich bin der Einzige, der ihre Situation kennt. Es wäre in Ordnung, wenn ich für sie gehen würde. Aber es ist Zeit. Ihre Verletzungen sind leicht, richtig? Das hat die Krankenschwester gesagt. Ikkyu, was würdest du tun an einem Moment wie diesem? Diese Präsentation ist wichtig. Und es könnte... Das könnte eine sehr, sehr große Tragweite in meinem Leben spielen. Mittlerweile bin ich wieder relativ wach und mir geht's ganz gut. Ich hoffe dir auch, Ropo. Mein Leben stark beeinflussen, danke. Aber die Frau, mit der ich ausgehe, hatte einen Unfall und wurde ins Krankenhaus gebracht. Ihre Verletzungen sind leicht. Ist es wirklich in Ordnung, wenn ich sie jetzt alleine lasse? Ken, ich kann das nicht beantworten. Das musst du entscheiden. Was auch immer du fühlst, ist richtig. Oh, ich bin gespannt, wie er entscheidet. Ist es möglich, die Reihenfolge der Präsentation zu ändern? Ich habe nicht mehr viel Zeit, bis die Konferenz beginnt. Wenn ich meine Präsentation zuerst machen kann, sollte es nicht lange dauern, bis es zu Ende ist. Warte hier. Ich spreche mich mit dem Komitee. Ja, ich auch. Ich werde es. Nein, ich unterstütze dich. Ich werde dich unterstützen. Ich glaube, ich bin ja. Ich bin besser darin, mit Leuten zu reden. Es wäre am besten, wenn die Person eine Frau ist. Die Person, die entscheidet, eine Frau ist. Vielen Dank, Ikkyu. Danke dir vielmals, Ikkyu. Ein Krankenhaus? Ich bin noch am Leben. Sieht aus, als würde ich nicht Guru folgen. Ach ja, ich erinnere mich. Damals sagte ich Kent,
Ich hasse dich. Das war wahrscheinlich beim Tierarzt. Wie lange wirst du dich so verhalten? Die Toten werden nicht zurückkommen. Du solltest längst realisiert haben, dass deine Tiere vor dir sterben werden. Wenn du Zeit hast zu Grief. Weiß gerade jemand, was Grief heißt? Wenn du Zeit zum Trauern hast, solltest du über diese Erfahrung nachdenken und sie für die Zukunft nutzen. Dankeschön. Das erste Problem ist, dass du dieselbe Leine benutzt hast, bis sie ganz kaputt war. Dass der Hund einfach losgerannt ist in dem Moment und die Leine riss, bedeutet, dass du ihn nicht gut genug erzogen hast. Diese zwei Probleme müssen beseitigt werden, wenn du dich entscheidest, den nächsten Hund aufzuziehen. Es gab auch Probleme mit deiner Reaktion in dem Notfall. Ich war dieses Mal da. Aber was passiert, wenn du alleine bist? Ich öle ihn mal. Ich verschwinde, weil ich gerade kein Glas habe zum Befüllen. Ich hoffe, er ist jetzt geölt. Du hast nicht bemerkt, dass es noch möglich war, das Leben vom Hund zu retten. Wie auch immer, das spielt keine Rolle, weil wir es nicht rechtzeitig geschafft haben. Ich bin mir sicher, du solltest darüber nachdenken, bevor so ein Unfall noch einmal passiert. Es gibt Punkte auf Zug in der B-Note. Was ist die B-Note, Kindi? Ach, die Backernote? Ich weiß schon mal, Punkteabzug dann beim nächsten Voting am Ende des Jahres. Warum sagst du so etwas? Was? Wie kannst du so etwas sagen? Ich weiß, es gibt eine Menge, worüber ich nachdenken muss in dieser Situation. Ich weiß, dass Kure gestorben ist, weil ich ein unerfahrener Besitzer bin. Du brauchst mir das nicht sagen. Aber ist das wirklich etwas, worüber ich jetzt nachdenken muss?
Ist es falsch, Kuro zu vermissen? Und traurig darüber zu sein, dass er gestorben ist? Hör einfach auf. Ich möchte alleine sein. Unfälle können nicht immer vermieden werden. Jeder macht Fehler. Und ich glaube daran, dass von diesen Fehlern zu lernen, der größte Respekt ist für deinen Hund, ist, dass er sein Leben verlassen hat. Wenn du den nächsten Hund aufziehst, kannst du... Hör endlich auf! Geh weg! Lass mich alleine! Ich hasse dich, Kind! Ich hasse dich! Ich kann dir das irgendwie gerade ein bisschen nachfühlen. Was war es sie nochmal? Ich verstehe. Ken war deshalb besorgt die ganze Zeit über. Ich dachte, es war etwas, worüber er sich keine wirklichen Gedanken macht. Ich bin etwas glücklich. Aber wenn es möglich ist, möchte ich mich nicht daran erinnern. Ah, du siehst in Ordnung aus. Du musst ein paar Tage im Krankenhaus verbringen, um dich zu beobachten. Hast du deine Familie kontaktiert? Entschuldigen Sie mich. Kind. Gehören Sie zur Familie? Wir möchten Ihre... Ihre... Wir möchten Ihre Krankenhausvereinbarung diskutieren. Wir können nicht in Kontakt treten mit Ihrer Familie. Für die Vereinbarung des Krankenhauses werde ich mich kümmern als Ihr Repräsentativer, als Ihr Zuständiger. Ist das in Ordnung? In Ordnung. Die benötigten Dinge sind hier niedergeschrieben. Bitte richte sie für heute Nacht. Fällt euch was eigentlich auf? Vermisst ihr nicht auch jemanden? Ich komme später zurück. Bis dann. Vermisst ihr nicht auch jemanden? Kent kommt da. Kent ist gekommen. Aber es ist noch früh. Was ist mit der Konferenz? Du siehst besser aus, als ich dachte. Bin erleichtert. Oh, wegen der Konferenz. Ich habe die Präsentation zuerst gehalten und bin dann sofort gegangen. Wird noch mal ein Treffen geben nach der Konferenz, aber mir ist das eigentlich egal. Ich wollte dich einfach sehen und wissen, dass du dass das alles in Ordnung ist, sobald ich da rauskam. Oh, wie du vermisst Morion nicht. Das ist ja voll gemein. Wenn ich allein daran denke, dass du einen Unfall hattest,
Genau deshalb sagte ich, dass man dich nicht alleine lassen kann. Och, ihr seid gemein, Jungs. Oh. Das erinnert mich. Es fühlte sich an, als hätte mich jemand geschubst. Könnte es Ukio gewesen sein? Kannst heute nicht alleine bleiben. Ich bin besorgt um dich. Stört dich die Idee, wenn ich heute Nacht hier bleibe? Ich möchte zumindest für einen Tag sehen, wie es dir geht. Tut mir leid, dass ich mich I'm sorry for leaving me alone. Tut mir leid, dass ich mich allein gelassen habe? Hä? Interpretiere ich den Satz gerade falsch? I'm sorry for leaving me alone. Ich ignoriere den Satz einfach. Ja, denke ich mir auch, es tut mir leid, dass ich dich alleine gelassen habe. Er bleibt hier. Das ist gut. Wenn Kent hier ist, bin ich in Ordnung. Ich frage mich, wann ich angefangen habe, so zu fühlen. Ich glaube, es ist Abend nach. Er ist wohl doch noch da. Hey Toki, kannst du mich sehen? In Ordnung. Aha, du schaust endlich zu mir. I put in some effort, so you could see me temporarily. Anscheinend doch. Ich habe mich etwas angestrengt, also solltest du mich kurzzeitig sehen. Es sieht so aus, als würdest du mich nicht mehr sehen können. Du kannst auch nicht meine Stimme hören. Ragnoran! Ragnoran schrieb gerade, verzieh dich endlich ganz, Orion. Ich war die ganze Zeit an deiner Seite. Ich habe gesehen, wie Kent hergeeilt ist. Solch eine Leidenschaft. Aber es sieht so aus, als wäre es Zeit, auseinanderzugehen. Es war nur eine kurze Zeit. Aber es hat wirklich sehr Spaß mit dir gemacht. Miteinander rumzuspielen und zu kämpfen. Mit so vielen Leuten. Es sieht nicht so aus, als hätte ich dein Leben ruiniert. Weil du deine Erinnerungen verloren hast. Das ist eine Erleichterung. Ich war dein ganz eigener Liebesengel. Oder bin ich da nur egoistisch? Du weißt, Kent ist ein wenig unsensibel, aber ist auch ein sehr netter Typ. Sieht so aus, als hättest du dich an die schlechten Erinnerungen zurückerinnert, wegen denen er so besorgt war. Es ist in Ordnung. Ihr zwei könnt nur durch alles gehen. Ihr zwei schafft alles zusammen. Ganz egal, wie traurig die Erinnerungen sind. Darum gehe ich jetzt. Komm gut zurecht mit Kent.
Es ist in Ordnung, hin und wieder zu kämpfen und zu streiten. Aber wenn ihr ehrlich zu euren Gefühlen seid, dann könnt ihr wieder... Könnt ihr euch wieder vertragen. Und wenn du glücklich bist, werde ich nicht besorgt sein und kann zurückgehen und meine Arbeit machen. Sobald wir auseinander sind, wirst du mich vergessen. Aber ich werde dich nie vergessen. Auch wenn ich in meine Welt zurückkehre. Und ich bete für dein Glück. Bye bye, Toki. Pass auf dich auf. Bye bye, Orion. Es hat wirklich Spaß mit dir gemacht. Entschuldigung. Wir sind scheinbar Orion los. Und wir haben den 26. August. Ich verstehe. Also hast du dich daran erinnert? Ja. Ich habe auch daran gedacht, während du geschlafen hast. Was dachtest du, als du dich erinnert hast? Ist es in Ordnung für mich, hier zu sein? Möchtest du immer noch mit mir reden? Es liegt alles in der Vergangenheit. Wenn du dich entschuldigst, ist es zu Ende. Oder wenn du dich entschuldigst, ist es vorbei. Was würdet ihr hören wollen in diesem Moment? Würdet ihr hören wollen, das gehört alles zur Vergangenheit? Oder würdet ihr hören wollen, wenn du dich entschuldigst, spielt das keine Rolle? Noch jemand? Vielleicht möchte der Nightbot auch mal eine Meinung abgeben. Also, ich persönlich würde hören wollen, das gehört alles der Vergangenheit an. Mich würde es traurig machen, wenn mir jemand an den Kopf wirft, wenn du dich entschuldigst. Es ist noch nicht so lange her. Ich bin froh darüber, dass es dir egal ist. Aber um ehrlich zu sein, ich komme noch nicht darüber hinweg. Ich muss selbstsüchtig klingen. Ist das wirklich in Ordnung? Wirst du mir nicht sagen, ich soll gehen? Möchtest du nicht unseren aktuellen Status abbrechen? Revok? Abbrechen klingt irgendwie falsch. Widerrufen, okay. Möchtest du nicht unseren aktuellen Dating-Status widerrufen? Toki, ich habe dich zum Weinen gebracht. Und du vergibst mir trotzdem? Jemand, der mir nahe war, sagte das, glaube ich. Er sagt, das ist in Ordnung. Er sagte,
Ich würde dich nicht auf dieselbe Art sehen, wie ich es zuvor tat. Aber das ist richtig. Auch wenn ich die Vergangenheit kenne, kann dich nicht so sehen, wie ich es zuvor tat. Deshalb weiß ich jetzt, dass Kent wirklich eine sehr nette Person ist. Es ist in Ordnung. Toki. Ich gebe mein Bestes, dass ich dich nie wieder zum Weinen bringe. Wenn da irgendwas ist, was du nicht magst, sag es mir. Ich werde auf dich aufpassen. Ja. In den Tag rum? Oder what happening? August, genau. Da müsst ihr eigentlich aus dem Krankenhaus jetzt rauskommen. Es ist ja nur ein paar Tage, oder? Ah, oder wir bekommen Besuch. Hallo, wir kommen dich besuchen. Sava, Mina. Die lauten Leute sind wieder da. Was? Kent? Das ist eine Weile her. Nicht wirklich, Kent? Wir dachten nicht, du wärst hier. Warst du die ganze Zeit in ihrem Krankenhauszimmer? Was für eine Überraschung. Wir waren wirklich schockiert. Du hattest einen Autounfall, richtig? Du siehst besser aus, als wir dachten. Wann kommst du aus dem Krankenhaus raus? Morgen. Warum antwortest du für sie, Kent? Ich bin hier statt ihrer Familie. Ihre Eltern leben zu weit weg, um sie zu besuchen. Was? Ihre Familie? Wow, es ist, als wärt ihr jetzt schon verheiratet. Verheiratet? Weil ich die nächste Person ist, die ihr nahe steht, war es ganz einfach, dass ich herkomme und auf sie aufpasse. Ihre Familie ist nicht hier, aber du bist da, Kent. Meint das, du stehst ihr selbst näher als ihre Familie? Du warst nicht über Nacht da, oder? Es ist Zeit, dass ihr zwei geht. Was? Also lag ich richtig? Wenn ihr nicht geht, gehe ich. Warte einen Moment. Du könntest uns mehr darüber sagen. Okay, Entschuldigung. Wir haben ein bisschen zu viel gefragt. Wenn ich sehe, wie verärgert Kent jetzt ist, sollten wir aufhören, ihn zu ärgern. Was? Aber ich möchte mehr hören. Aber zurück zum Hauptgrund. Ich bin froh, dass es dir gut geht. Der Manager und die anderen sind besorgt, weißt du? Ja, das ist richtig. Er sagte, du sollst dich gut ausruhen. Was ist mit dem Mann, Ukio? Ukio? Wir haben ihn nicht gesehen. Warum fragst du? Warte einen Moment. War das Gerücht über das Betrügen wirklich wahr? Sava.
Hast du mir nicht zuvor erzählt, dass der Mann verdächtigt wurde, sie zu stalken? Ja, ich hab das gehört, aber... Ich hab dir dem letzten gesagt, er kommt seit einer Weile schon nicht mehr ins Café. Vielleicht solltest du es einfach nochmal überdenken. Ich weiß nichts darüber. Aber ich habe aktuell einige furchterregende Neuigkeiten gehört. Warte, was? Ich habe vorgestern gehört... dass ein unidentifizierter Mann tot aufgefunden wurde, nachdem er von einem Dach eines Apartmentkomplexes in der Nachbarschaft gefallen ist. Und der Mann sah aus, war Ukio ziemlich ähnlich. Vielleicht war das Zufall? Vielleicht. Aber das Dach war in der perfekten Position, um in diesen Raum zu schauen. Sie sagten, das Geländer, an das er sich gelehnt hatte, ist umgefallen wegen dem Rost. Und es ist mitten in der Nacht passiert. Wenn du darüber nachdenkst, das zu tun, mitten in der Nacht, an einem Platz wie diesem, es ist ziemlich creepy. Du sagtest, er konnte in diesen Raum reinsehen und ist runtergefallen. Es ist durch einen Unfall runtergefallen. Ist das nicht wirklich fürchterlich? Ich glaube, das ist ein bisschen mehr als irgendeine Fantasie. Was? Wirklich? Wenn der Mann wirklich Ukio war, sind wir jetzt sicher. Aber die Basis für diese... Für diese Schlussfolgerung ist viel zu schwach. Das ist nicht, was ich meine. Es ist erschreckend, weil er mit einem Groll gestorben ist. Nochmal. Unbedeutende Fantasien. Solange wir nicht wissen, dass es Ukio war, können wir dich nicht alleine lassen, Toki. Ukio kann keine Pause machen, selbst in einer Geschichte. Ukio. War er die Person, die mich geschubst hat während dem Unfall? Ich frage mich, ob die Person, die gestorben ist, wirklich er war. Das erinnert mich daran, warum warst du alleine während dem Unfall? Ikkyo sollte dich doch abholen.
Richtig, ich habe gehört, sie ist rausgegangen, um etwas zu kriegen, das du vergessen hast. Wirklich? Wusstest du das nicht? Das ist was, was Ikki gedacht hat. Es war eine wirklich wichtige Konferenz, war's oder? Oder Kent? Aber zum Schluss hast du sie schnell beendet. Hast du deine Präsentation schnell beendet, um ins Krankenhaus zu kommen, richtig? Es ist so gut, geliebt zu werden. Weil du es beenden konntest, wurde deine Anfrage, um im Ausland zu studieren, angenommen. Ist es wirklich in Ordnung, wenn ihr zwei auseinandergeht? Das ist noch nicht entschieden. Die offiziellen Resultate werden am 31. bekannt gegeben. Auch wenn schon sehr viel entschieden ist. Im Ausland studieren. Das ist richtig. Kent wird im Ausland studieren, wenn die Konferenz beendet hat. Bald werden wir uns nicht mehr sehen können. Wunderschönen guten Abend, Frank. Weißt du, wir haben jetzt bis zum 31. Geht's noch? Würde Sinn machen, aber die Tage gehen aktuell ziemlich schnell vorbei. Ich bin zu Hause. Es ist wirklich sehr still. Ich frage mich, warum es sich so anfühlt, als hätte ich immer mit jemandem hier gesprochen. Aber wer war es? Es war nicht Kent. Bis vor kurzem haben wir uns nur gestritten. Er kam nicht oft hierher. Osch, das ist gemein. Habe ich wieder etwas vergessen? Es ist etwas einsam. Ha! 31. August, siehst du? Siehst du? Ha! Oh, jemand ist da. Könnte es Sara sein? Oder vielleicht Kent? Bin gleich da. Herr Kent, hallo. Ich habe eine formelle Entscheidung getroffen über das im Ausland studieren. Oh. Kommst du mit mir für einen kleinen Spaziergang? Laufen wir wieder still nebeneinander her? Ich habe eine Weile darüber nachgedacht, was ich dir sage. Wie auch immer. Mir fallen die richtigen Worte nicht ein. Leute, schmeißt mir nicht solche Wörter entgegen. Prä? Zum? To-us. Ich fühle, es ist anmaßend zu sagen, dass du mich vermisst. Ich kann mir aber auch nicht vorstellen, dass du glücklich darüber bist. Ist es in Ordnung, wenn ich den komplizierten Ausdruck auf deinem Gesicht auf meine eigene Art deute? Toki. Um wirklich die Wahrheit zu sagen. Ich bin
Es ist mir unmöglich, glücklich zu sein über diese Entscheidung. Ich werde dich nicht sehen können. Die 3 Tage vor der Konferenz waren schon schmerzhaft genug. Ich weiß nicht, ob wir ein ganzes Jahr durchstehen werden. Ich weiß nicht, ob du mich mit demselben Lächeln begrüßen wirst, wenn ich wieder zurückkomme. Ich spreche und verhalte mich, als wäre ich stark. Aber in Wirklichkeit macht es mir Angst, da durchzugehen. Wie erbärmlich von mir. Ist es wirklich in Ordnung, für mich von einer Zukunft mit dir zu erträumen? Toki, es ist 1 Jahr. Kann ich danach fragen, dass du auf mich wartest, nur für 1 Jahr? Ist es in Ordnung, wenn ich hoffe, dass du mich willkommen heißt, wenn ich zurückkomme? Ja, ich werde warten. Bitte komm bald zurück. Vielen Dank. Warte einfach. 3 Wochen später? Heißt eigentlich, er ist weg, oder? 3 Wochen später, sie hat einen neuen Freund. Oder er ist da. Ich glaube, das Flughafen, oder? Vielleicht heißt das auch, er fliegt gerade weg. Kent. Du musst gehen. Ich weiß, du musst das nicht sagen. Es tut mir leid. Kannst du mir sagen, dass du einsam bist? Dass du einsam sein wirst? Dass du mich wiedersehen möchtest? Es macht nichts, wenn es eine Lüge ist. Sag es einfach. Ich glaube dir. Und es wird mir möglich sein, deine Hände gehen zu lassen. Ich werde einsam sein. Ich möchte dich wiedersehen. Das ist keine Lüge. Ich warte, bis du zurückkehrst. Kent. Sie werden bald wegfliegen. Wer ist Rukako? Ich weiß, ich gehe. Ach, sein Skate. Okay. Tut mir leid, du weißt ja, ich war leider nicht immer anwesend. Aber ich habe mitbekommen, dass jemand Süßes ein Mann ist. Ich werde dir eine Nachricht schicken. Ich weiß nicht, was ich schreibe. Und es könnte... Handy, tipp richtig. Und es könnte kurz werden, so wie die Nachrichten davor. Doch, Tamara guckt Frosch-Streams. Ich werde glücklich sein, auch wenn es nur Guten Morgen und Gute Nacht ist. Ich werde warten. Ich werde glücklich sein, wenn du mir antwortest. Es sah so aus, als würdest du dich zurückhalten. Weil du dachtest, du wirkst weich. Aber ich liege richtig.
wenn ich glaube, dass du mich nicht mehr so sehr... dass du mich nicht mehr nicht magst, so wie zuvor, richtig? Natürlich. Es tut mir leid wegen zuvor. Ich werde dir von jetzt an antworten. Ja, ich habe Hoffnung dafür. Ich bin Gott sei Dank kein Mann, ich darf weinen. Ich habe lange geträumt von diesem Tag, an dem ich dein Lächeln sehe. Ich möchte daran glauben, dass ich nicht aus diesem Traum aufwache, auch wenn ich diese Hände gehen lasse. Ich gehe. Hab dich. Bis bald. Auf Wiedersehen. Oh, wir sind wieder zu Hause. Haben die unsere erste Nachricht? Eine Nachricht von Kent. Es ist Morgen. Also ist es bestimmt guten Morgen. Ich bin gespannt. Möchte dich sehen. Ich glaube, es ist das Ende. Das war so niedlich. Das war das Happy Ending, oder? War das das Happy Ending? Ich bin mir nicht sicher, war das das Happy End? Hier gab es doch irgendwo Album? Endings? Oh ne, wir haben wohl nicht das Good Ending bekommen. Normal Ending? I want to see you, ja. Dann hatten wir das normale Ende. Aber ich bin auch mit dem normalen Ende glücklich. Das war auch sehr niedlich. Ja, also jetzt sieht man wohlgemerkt, ich hab's schon mal gespielt. Da war mein Ending, I will steal you away. Und ich verrate jetzt einfach mal, meine Welt war die Herzwelt, die ich damals gespielt hatte. Mein Typ war der... Sieht man die Jungs irgendwo? Ich glaube, bei den Minigames zeigt es sich... Ach, Moment, Galerie. Ich hatte... in der entsprechenden Welt ihn als Partner. Ja, nicht Iki, sondern ihn. Ich weiß seinen Namen gerade nicht mehr, aber ihn. aufgewacht sind wir im Krankenhaus. Also die erste Szene war dieselbe. Aufgewacht sind wir dann tatsächlich im Krankenhaus. Genau, Shin. Und die Story war der reinste Kriminalfilm. Also wirklich der reinste Kriminalfilm. Aber sehr interessant. Also... wenn ihr euch das Spiel organisiert, spielt die Herzwelt. Das hat mich auch sowas von gefesselt. Also fand ich auch sehr interessant. Ja, das war auch sehr geil. Da haben sie sich in der Herzwelt dann in irgendeiner Hütte getroffen und gegeneinander dieses Tisch... wie heißt's denn? Wo von unten Luft rauskommt und man diese Platte hat und diese... Ich mag das Spiel einfach. Genau, Tischhockey. Ich mag das Spiel einfach. Klar, es ist kein actiongeladenes Game. Und man hat seine Momente, wo man ganz, ganz sicher auch mal raged. Aber es ist einfach so niedlich. Es gibt Minigames. Schere, Stein, Papier und... Ich hätte es einfach aufmachen können. Airhockey. Ich bin schlecht drin, aber wir machen eine Runde Airhockey noch. Mit wem machen wir denn das Airhockey? Ihr dürft voten.
Fukio, Iki, Kent, Shin. Ich überlege gerade, wie er hieß. Bei den beiden habe ich Schwierigkeiten mit den Namen. Auch wenn er auch sowieso das totale Schnuffelchen wirkt. Gillian will Iki, Kermit will den, der mir nicht einfällt. Dann eigentlich müsste ich dann fast die Mitte nehmen und wir nehmen Ken. Komm, wir haben jetzt Ken die ganze Zeit ertragen, wir nehmen jetzt auch Ken. Ach, ich gegen Kent. Klick. Ich hoffe, Kent spielt nicht so gut. Gott. Ha! Ich glaube, Kent spielt nicht gut. Nee, Kent spielt definitiv nicht gut. Wahrscheinlich hebt er sich das einfach nur gerade auf. Nein, nein! Oh, oh Gott sei Dank. Wie viele Punkte braucht man eigentlich zu gewinnen? Nein, nein, nein. Oh. Ich spiele gerade unglaublich schlecht gegen gerade eben, oder? Aber es ist auch furchtbar schwierig zu spielen, weil man die ganze Zeit die Maustaste auch gedrückt halten muss. Nein! Ha! Wie viele Punkte brauche ich eigentlich? Weiß jemand gerade die übliche? Oh! Anscheinend Dingens. Also, Tisch. Air-Hockey meine ich. Hitten. Ach, oh, Hitten Guard Schere-Steinpapier. Das ist nicht nur einfach normale Schere-Steinpapier, sondern du musst. Oh, das machen wir heute Abend nicht. Das kann ich nämlich nicht. Was würdet ihr denn sagen? Wie toll habt ihr das Spiel gefunden? Also wenn ihr es raten müsstet, wie würdet ihr es denn raten? Ich mag es einfach. Eben weil man so wirklich überlegen muss, wenn ich das und das mache, was passiert? Auch wenn ich eben noch kein Happy Ending leider hatte bisher in dem Spiel. Aber ich wollte mich halt auch nie spoilern, weil ich halt einfach toll spielen wollte. Jetzt wird zu stark zusammengerechnet. Sound, Gaming, Fun und so weiter. Story. War okay. Auch wenn Orion scheinbar im Chat sehr verhasst war, mochte Orion irgendwie. Chris sagt, das ist wie Nishiki bei Kiwami. Man mag ihn, aber man hasst ihn. Nicht? Okay. Achso, man hasst ihn, aber Orion ist ganz schnuffig. Ich finde, man sollte nach jedem Game die Zuschauer Punkte geben lassen. Ich will euch ja gerade Punkte geben lassen. Ihr gebt ja keine Punkte.
So von 1 bis 10 und dann halt so eine Art Rating, welche Spieler am besten waren. Dann ist das aber schon sehr lange überfällig, Kermit. Dann kriegt ihr jetzt alle eine Aufgabe von mir. Ihr wisst, wir haben YouTube. Dann müsst ihr jetzt alle unter das letzte Video eines Spielers eure Punktezahl dafür posten. Aber das müsst ihr natürlich auch alles dann gesehen haben. Aber bevor wir jetzt hier in abstrakte Dinge eingeraten, durch mein ganzes Übersetzen und Wörter komisch sagen, bin ich schon ganz gaga. Ich glaube, das sind mehr als 80 Stunden, Robo. Ich glaube, das sind weit, weit mehr als 80 Stunden. Ah. Chris sagt, vor einem Monat waren alle Streams zusammen über 1100 Stunden. Also, ach, 300, okay, 1300. Also viel Spaß. Ich wünsche euch allen auf jeden Fall eine wundervolle Nacht. Wir sehen uns am Freitag wieder. Morgen hoffe ich, dass ihr den Tag ganz gut überlebt. Morgen habt ihr ja den Vogel und den Jan. Und ich würde sagen, bis dann. Tschüssi.